Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer, ja, doch volkstümlichen Ausgabe. Und was seht ihr hinter mir? Richtig, die drei Zinnen. Und die stehen in Südtirol. Und natürlich kommt auch mein Gast heute aus Südtirol. Ja, Südtirol, was fällt einem dazu ein? Gruppe, die Kastelruder Spatzen natürlich. Und natürlich aber auch den Oswald Sattler, der dieses Jahr mit einer brandneuen CD wieder auf den Markt kommt und da steht die Zahl 40 drauf, 40-jähriges Jubiläum. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen nach Südtirol. Hallo Oswald, grüß dich. Hallo, grüß dich. Freut mich, dass wir uns wieder mal sehen und ein bisschen plaudern können. So ist es, ganz genau. Letztes Mal haben wir uns ja noch unterwegs getroffen, da warst du mit deiner ja doch etwas kirchlichen Musik mal wieder zugange und da haben wir uns ja schön bei mir in meiner Heimat getroffen. Aber ja, zurzeit sind wir doch, glaube ich, alle sehr eingespannt und deswegen machen wir es so. Du bist jetzt aktuell in Südtirol noch zu Hause am Hof, gell? Genau, ich bin am Hof und weil es kurz Wetter auch gut ist, ist die Arbeit auch zum Heumähen und das passt, ja. Ja, da ist jetzt die Jahreszeit natürlich, da muss man alles ausnutzen, was geht, gell? Ganz genau, ja, weil wenn man wetterbedingt einen Beruf hat, auch auf der anderen Seite die Landwirtschaft, da muss man immer das gute Wetter ausnutzen und wir haben eigentlich heuer, sei es April, Mai, eigentlich viel Regen gehabt, fast jeden Tag ein bisschen Regen und jetzt, ja, dieses Wochenende scheint eigentlich sehr schön zu werden und da muss man sich beeilen. Ja, ganz genau. Und klar, Landwirtschaft und auch die Trockenheit, die einen, denke ich mal, da durchaus auch zu schaffen macht, da kommen wir mal später nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Jetzt zunächst mal wollen wir über deine Musik reden. Da gibt es ein brandneues Album, was jetzt in den nächsten Tagen erscheinen wird. Ich blende es mal hier schon mal ein. 40 Jahre Oswald Sattler. Also 40 Jahre Musikkarriere. Ja, stolze Zahl, da kann man gratulieren dazu. Herzlichen Glückwunsch in dem Fall. Danke. Ja, aber 40 Jahre, da verbindet dich natürlich auch viel, denke ich mal, mit den Kastelruder-Spatzen. Denn wie ich gerade nochmal gelesen habe, du warst ja Gründungsmitglied der Kastelruder. Genau, ja, das war schon in den 70er Jahren und da haben wir halt, ja, die Idee gehabt und die Freude gehabt, Musik zu machen. Das war damals die Zeit der Oberkreine und das hat uns sehr viel Freude gemacht und es war ein Riesenspaß, aber dass daraus dann 40 Jahre werden und ich würde mal sagen, so ein großer Erfolg, das hätte sich sicherlich niemand erwartet und deswegen sind wir trotzdem sehr glücklich, dass uns die Fans die Treue gehalten haben und dass wir heute noch auf der Bühne stehen dürfen und ja, Komponisten auch, die immer wieder neue Titel für uns schreiben, die wir dann auf der Bühne präsentieren dürfen. Ja, ist für uns einfach ein großes Glück und deswegen möchten wir auch Danke sagen. Auf alle Fälle, genau. Und du warst dann so 10 Jahre ungefähr bei den Kastelruder Spatzen mit dabei. Ist das richtig? Ja, das waren schon 18 Jahre. Okay. Weil wenn wir jetzt 40 Jahre reden, dann reden wir 40 Jahre von der ersten Platte aufgenommen. Von der ersten Aufnahme. Das war 83. Okay. Mhm. Genau, das war 83 und davor haben wir schon einige Jahre ohne Plattenaufnahme und so, nur so ohne Musikkassetten, wie es damals geheißen hat, haben wir Musik gemacht. Aber die Studio und CDs, das sind genau 40 Jahre. Mhm. Wenn man dann, wie du sagst, wenn das schon ein bisschen länger ist, wie ging es denn da wirklich los mit den Kastelrudern, beziehungsweise wann kam der Sprung, wer hat euch entdeckt? Ja, ich würde sagen, Sprung in dem Sinn war vielleicht keiner, würde ich mal sagen. Es ist alles so mittlerweile mit der Zeit gewachsen. Es war so, dass wir ja viele Hochzeiten gespielt haben, gerade bei Freunden am Anfang. Und dann eines Tages, das war dann praktisch 83, der Toni Kellner, der war bei Kochrekurs und der hat uns gehört und der hat gemeint, wir könnten vielleicht eine Langspielplatte machen. Und dann musste jeder Einzelne von uns seinen Titel schreiben, denn wenn man als Gruppe anfängt, dann logischerweise hat man niemanden, der für uns
ja, Titel schreibt und so. Und da hat jeder einen Titel geschrieben und den restlichen hat der Albin gemacht, weil er, hat man schon gemerkt, dass er da der Talentierteste ist für Lieder schreiben, Texte schreiben und so. Und so ist einfach die erste Langspielplatte entstanden. Und mhm. dann muss man sagen, ist es rundfunkmäßig durch den, dass der Norbert Riach das Lied geschrieben hat, das Mädchen mit den erloschenen Augen, das ist vom Text her für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich, aber die Leute hat der Text angesprochen und der Titel ist dann eigentlich relativ gut im Rundfunk gelaufen und so ist es dann, würde ich mal sagen, für Zeit gewachsen, der Erfolg. Mhm. Sehr gut. Ja, und dann, wie gesagt, kam dann irgendwann die Zeit, wo du dich von den Kastelruder Spatzen mehr oder weniger gelöst hast. Also da war für dich eigentlich die Solo-Karriere dann entstanden, ne? Es war so, dass ich eigentlich deswegen aufgehört habe, weil bei mir eigentlich jedes Wochenende unterwegs zu sein, das war mir dann eher zu viel. Das heißt, ich wollte auch öfters zu Hause sein, sei es in der Landwirtschaft, wie auch bei der Familie, denn in der Zwischenzeit habe ich dann geheiratet, waren Kinder zu Hause und da würde ich mal so sagen, da habe ich mich auch dadurch verändert, dass einfach, wenn man 20 ist und wenn man dann 30 ist und Familie hat, dann kann es schon sein, dass man sich ein bisschen verändert und ich habe mich da verändert in dem Sinn, dass ich nicht jeden Tag auf der Bühne stehen wollte und so haben wir uns dann eigentlich auch getrennt und ich habe dann eigentlich 3 Jahre keine Musik gemacht. Und es ist so gekommen, dass Leute mich angesprochen haben und haben gemeint, ich sollte vielleicht wieder ein paar Lieder singen oder so. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Ich könnte es ja mal versuchen nach 3 Jahren. Und so ist es dann praktisch 96 entstanden, dass ich dann praktisch wieder die erste CD aufgenommen habe und damals das Glück gehabt habe, auch beim Grand Prix der Volksmusik mit dabei zu sein. Und es war halt dann ein sehr gutes Sprungbrett, würde ich mal so sagen, für mich. Dass eigentlich die Leute wieder gesehen haben, dass ich wieder Musik mache und Lieder singe. Und so ist dann eigentlich mein Lauf ja in der musikalischen Szene gestartet. Ja, sehr schön. Und klar, dann natürlich auch das Duett mit dem Jan Smit. Das war ja auch ein großer Erfolg für beide dann von euch, also für, sowohl für den Jantje dann als auch für dich. Und ja, und seitdem eigentlich kontinuierlich dabei und eben, wie gesagt, hin und wieder dann auch die ruhige Art von dir. Du bist ja eigentlich eh nicht wirklich so der, wo alle mitklatschen müssen mit deinen Liedern. Die sind doch eher auch, wo man ein bisschen mit nachdenken sollte. Ne? Genau, und ich bin eigentlich so, wenn ich auf der Bühne stehe und so, bin ich froh, wenn die Leute zuhören, meine Texte hören und die Texte praktisch auch in sich wirken lassen. Das Schunkeln und das Klatschen in dem Sinn muss bei mir nicht unbedingt sein. Deswegen, ich bin der ruhigere Typ und ich habe auch dementsprechend dann auch das Programm ruhiger und das ist meine Art und Weise, ja. Musik zu machen. Genau. Und jetzt natürlich, hier haben wir es ja nochmal, die CD 40 Jahre, Oswald Sattler. Was findet man denn drauf? Ist es jetzt wirklich so ein kompletter Rückblick aus den vergangenen Jahren oder gibt es auch wieder neue Titel dabei? Ja, das ist so, dass 40 Jahre sind auch 40 Lieder und es sind 11 neue Titel auch drauf. Das heißt, volkstümliche sind 7 Titel, neue geschriebene und dargebrachte und 4 sakrale neue Lieder sind drauf. 40 Jahre, 40 Lieder sind sicherlich nicht alle, aber wir haben versucht, die Titel auszuwählen, die ich bei Konzerte da auf der Bühne auch präsentiere, wo ich der Meinung bin, dass gerade diese Lieder die Fans am liebsten hören würden. Mhm. Wunderbar. Ja, und dann glaube ich, ist auch mit den Kastelruder Spatzen nochmal ein Duett entstanden. Genau, das ist eigentlich, ich finde es eine sehr gute Idee, dass man da, wie wir damals angefangen haben, dass daraus ein Lied produziert wurde und wir das auch präsentieren bei den nächsten Fernsehsendungen und so und man merkt es auch, dass die Leute Freude darüber haben und das ist auch eine Geschichte, die tatsächlich so zugetragen hat. Durch die Freude sind wir zur Musik gekommen und so haben wir uns gefunden und ja, irgendwie bis heute irgendwie verbunden geblieben sind, obwohl wir getrennte Wege gehen, aber trotzdem
im musikalischen, würde ich mal sagen, gleich denken. Genau, und die Heimat ist es natürlich auch, Südtirol. Ich denke mal, auch da wird man sich doch das eine oder andere Mal irgendwo auch begegnen. Genau, nachdem wir ja von Kastelruth sind, laufen wir das öfters über den Weg und sprechen von der alten Zeit. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, aber für dich tut sich, glaube ich, dann jetzt auch im Jubiläumsjahr dann einiges. Du bist auch wieder auf Tour, sind einige Termine, die kann man alle über deine Homepage dann auch erfahren, gell? Genau, im Spätherbst bin ich wieder auf Tournee. Im Sommer mache ich immer meine Sommerpause, wo ich dann hauptsächlich zu Hause bin, außer es sind besondere Ereignisse oder so, wenn Fernseher oder so ist, dann selbstverständlich, dass man Fernsehen macht, aber ansonsten habe ich meine Sommerpause und im Herbst und Adventszeit dann wieder habe ich meine Kirchenkonzerte, wie schon die letzten, ja, schon bald 20 Jahre. Ja, sehr gut. Ja, wir haben es eingangs kurz erwähnt hier, da mit dem ganzen Klima oder beziehungsweise wenn alles so trocken wird, jetzt kürzlich ist ja erst in Tirol auch ein Gipfel abgestürzt, mehr oder weniger, also Felsabgänge. Wie problematisch siehst du es? Wie entwickelt sich das jetzt in Südtirol? Ist es da auch so bedenklich? Ja, ich würde mal so sagen, dass der Auslöser war sicherlich von den Felsen, war sicherlich praktisch die wärmeren Temperaturen, dass das Eis schmilzt und praktisch das Eis praktisch den Stein nicht mehr halten kann. Aber ich glaube, das ist ein Werdegang der Natur, der praktisch die letzten, ja, tausend von Jahren immer wieder gewechselt hat. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir Menschen versuchen, nicht allzu viel in der Natur einzugreifen und der Natur irgendwo den Platz auch lassen, sei es für Wasser und sei es auch für Trockenheit und so. Das wird sich immer ein bisschen ändern, aber man merkt schon, die letzten 40 Jahre haben wir mit unserer Natur sehr viel Raubbau getrieben und es ist irgendwie, denke ich mal, wird es schon ein bisschen ja, bedenklich werden und ja, es liegt irgendwo dann am Menschen, wie er damit umgeht und die Natur erhaltet, wie sie geblieben ist. Aber die Natur wird sich immer wieder irgendwie nach seiner Art sich rächen, in dem Sinn, dass sie einfach den Platz braucht und wir Menschen sind halt geduldet in der Natur. Ja, genau. Schade wäre es natürlich, wenn hier die drei Zinnen, so wie man sie jetzt hinter mir sieht, wenn die irgendwann auch sozusagen verschwinden würden. Könnte man sich ehrlich gesagt gar nicht wirklich vorstellen, oder? Ich glaube, das wird auch so nicht der Fall sein. In dem Sinne, ich denke mir, wo es problematisch ist, ist einfach auf der Grenze, wo sehr viel Eis ist und wo das Eis schmilzt und dann, wenn der Halt nicht mehr da ist, dann bröckelt der Berg ab. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, wird sich die Natur in dem Sinn nicht so verändern, dass einfach der Berg, sei es welcher auch immer, nicht mehr da ist oder dass er einfach runterbröckelt. Das wird sicherlich tausende von Jahren wird's brauchen, bis gröbere Veränderungen stattfinden werden. Ja, prima. Also dann hoffen wir, dass wir da noch viel Natur in Südtirol dann auch erleben können. Wie sind denn so die Winter die letzten Jahre gewesen? War da reichlich Schnee da oder ist auch schon weniger geworden, oder? Ja, sehr unterschiedlich eigentlich. Es ist halt so, dass bei uns in Südtirol, wenn von mir aus 20 Zentimeter oder 30 Zentimeter Schnee fällt im Herbst, dann bleibt er den ganzen Winter, weil wir eigentlich Nebel oder die Wärme und Temperaturen im Winter eigentlich generell nicht haben, weil da praktisch da der Alpenkamm ist, der eigentlich da die verschiedenen Wärme und Temperaturen praktisch abhalten. Das ist bei uns eigentlich so. Wir haben im Frühjahr und so haben wir wenig Wasser gehabt, aber jetzt April, Mai haben wir eigentlich überdurchschnittlich viel Wasser gehabt und deswegen wird sich der Wald in dem Sinn auch wieder erholen und was stark zurzeit ist, der Borkenkäfer, der sehr viel Einfluss übernommen hat in den Wäldern so, aber ich glaube durch den starken Regen heuer wird sich der Wald wieder ziemlich erholen und das Thema mit dem Borkenkäfer wird sich wieder lindern. Na gut, okay, soweit mal da dazu. Genau, also wer jetzt mehr wissen möchte über den Oswald und vor allen Dingen auch die Termine erfahren möchte
oswald-sattler.com. Das ist die Homepage dazu, genau. Blende es auch nochmal unten ein. Und dann kann man da die Termine erfahren. Also gerne, denke ich mal, im Herbst beim ein oder anderen Konzert vorbeischauen. Und dann kann man dich natürlich auf der Bühne erleben. Und ich denke mal, für die Fans bist du natürlich auch immer hautnah erreichbar. Also das heißt, wenn die dann zur Autogrammstunde dann da bei der Tournee kommen, können sie auch ein bisschen mit dir plaudern, oder? Genau, kann man wieder den einen oder anderen Wunsch loswerden. Und der eine oder andere sagt mir wieder, grüßen wir die Berge, wenn wir nach Südtirol fahren. Das mache ich dann gerne. Und so kommen wir im Gespräch. Und ja, man freut sich dann doch wieder, denn die 40 Jahre hat man viele Freunde kennengelernt. Und dann ist immer wieder schön, wenn man sich ab und zu wieder mal trifft und zu einem Gespräch. Ist doch schön. Haben wir doch eine schöne Zeit erleben dürfen. Auf alle Fälle. Jetzt, eine Sache doch noch, 40 Jahre, wenn du so zurückblickst, ich meine, es gibt bestimmt viele Momente, aber gibt es für dich so ganz persönlich einen Punkt, wo du sagen würdest, das war wirklich für mich ein Highlight? Ja, ich würde sagen, Highlights in dem Sinn gab es sehr viele, würde ich sagen, aber direkt einen speziellen herauszugreifen, ist sicherlich nicht einfach. Auf der einen Seite sind es die Erfolge, die einen sehr geprägt haben, in dem Sinn, dass man so überrascht war, sei es den Grand Prix zu gewinnen oder sei es verschiedene Hitparaden zu gewinnen und so. Ist sicherlich sehr bewegend immer wieder gewesen. Oder sei es nach einem Konzert, wenn man mit den einen oder anderen gesprochen hat, was sich vielleicht die Musik bei denen ausgewirkt hat, dass er Trost gefunden hat, gerade bei den sakralen Liedern, sind dann doch Themen, die einen irgendwo ins Herz treffen und vielleicht auch den einen oder anderen Ratschlag geben können. Und dann ist es immer wieder schön, wenn man von den Fans, ja, das erleben darf, wie sie da praktisch durch die Titel wieder neue Kraft gefunden haben. Und das ist ja der Sinn der Sache auch, wenn man auf der Bühne steht und Musik und Text darbringt, dass das auch für den Publikum, die da unten sitzen, und die zuhören, dass die irgendwie Kraft aus den Liedern nehmen können für den Alltag. Und wenn man das dann so hört, ist das immer wieder ein sehr bewegendes Erlebnis, das erleben zu dürfen. Das glaube ich, ja, ganz genau. Gut, dann sind wir soweit schon mal wieder durch. Ich sage recht herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Das nächste Mal dann hoffentlich wieder persönlich und live sozusagen. Dann darfst du jetzt wieder, sage ich jetzt mal, deiner Landwirtschaft nachgehen oder was auch immer noch ansteht. Und dir alles, alles Gute mit der neuen Produktion. Ich bedanke mich, dass wir uns ein bisschen unterhalten durften und dass wir uns wieder gesehen haben, Frank. Und es freut mich immer wieder, wenn wir uns wieder treffen, und wünsche dir viel Gesundheit und dass wir uns gesund wiedersehen. Und es wird sicherlich nicht lang dauern, dass wir uns wieder irgendwo treffen bei einer Fernsehsendung oder so. Genau, ich habe auf dem Terminplan gerade mal so geschaut, du bist auch dann wieder in meiner Ecke irgendwo, Balingen, so die Richtung, genau. Ah ja, da bin ich wieder öfters. Ja, ja. Dann werden wir uns bestimmt treffen. Also, dann sage ich herzlichen Dank, den Zuschauern auch herzlichen Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr Fragen habt oder sonst was, schreibt es ruhig gerne mal in die Kommentare, dann können wir vielleicht die Fragen auch beim nächsten Gespräch gerne mal mit reinnehmen. In diesem Sinne. Alles Liebe, alles Gute, euer Frank Stiller und der Oswald Sattler. Jetzt die Schlussworte noch an seine Fans. Danke, und allen Fans und Zuhörern wünsche ich alles Gute, Gesundheit und ja, dass gerade die Musik euch immer wieder aufbauen möge, und wünsche einfach für die Zukunft alles Gute, und möge das Leben so gelingen, wie sich jeder Einzelne das vorstellen möge. Dankeschön.